Herzlich willkommen zur vierten Episode Webtops im Modul C, Social Publishing. Was sind Webtops? Webtops sind ein Kofferwort aus Web und Desktop. Will heißen, dass man eigentlich klassische Desktop-Anwendungen, also Programme, die Sie auf Ihrem Rechner laufen lassen, in den Webbrowser überträgt. Die Programme laufen dann auf einem Server von einem Dienstanbieter. Auch Ihre Daten liegen dort alle. Hat den Vorteil, dass Sie über jeden Browser zugreifen können und gar nichts mehr groß installieren müssen auf Ihren Rechner und auch wenn Sie mal an einem anderen Rechner sind, immer wieder auf Ihre Daten zugreifen können. Gefahr ist natürlich, dass die Daten tatsächlich bei einem anderen Dienstanbieter liegen. Dem müssen Sie vertrauen. Und Sie sollten, gerade bei Web 2.0-Anwendungen ist auch nicht immer ganz klar, ob Sachen auf ewig laufen, auch immer mal sehen, dass Sie Ihre Daten dort wieder runterholen. Man unterscheidet vor allem zwischen personalisierten Webpages und Werkzeugen, die komplett eigentlich alles abdecken, was man früher als Produktivitätsanwendung auf seinem Rechner hatte und viel mehr. Um das ein bisschen klar zu machen, glaube ich, müssen wir uns ein paar anschauen. Es gibt sehr, sehr viele und einige werden wir jetzt mal im Einsatz sehen. Das ist iGoogle. iGoogle ist eine andere Ansicht, eine personalisierte Startseite von Google. Normalerweise haben die klassische Startseite, die kennen Sie alle. Und dann können wir zu iGoogle rübergehen. Man hat hier verschiedene sogenannte Widgets, die man auch beliebig hin und her ziehen kann. Und das Interessante dabei ist natürlich, dass man neue Gadgets dazufügen kann und dann gehen wir doch einfach mal hinein und das kann man entweder dann durchsuchen oder wenn man sagt, oh ja, die Spiegel Online Schlagzeilen, die wollte ich eh gerne haben, dann kriegt man die dazu. Gehen wir mal wieder auf unsere eigene Startseite. Jetzt haben wir hier die Spiegel Online Schlagzeilen und das können wir auch noch konfigurieren, die ganze Sache. Und sagen, ich möchte mehr als 3 sehen, ich möchte mehr 7 sehen. Und jetzt speichere ich einfach mal. Und sofort habe ich 7 Neuigkeiten von Spiegel Online. Einige von solchen Diensten, also das ist hier zum Beispiel Protopage, auch eine Möglichkeit, solche, wie heißen die, Widgets zu erstellen, zu benutzen, mit einer ganz schön großen Menge an Widgets, die hier schon erstellt worden sind und die hier hineingetan worden sind. Das meiste sind RSS-Feeds. Insofern muss man sich immer fragen, ist das jetzt besser, es in so einem Webtop zu haben, als in einem Readfeeder? Naja, das ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache. Man kann hier immer wieder neue Widgets dazu tun. Und was interessant sind halt hier, ist es hier so ein bisschen, ich sag mal, beschränkt ist, was man hier für Widgets hat. Und bevor ich jetzt hier anfange, das zu konfigurieren, denke ich, sollten wir uns doch vielleicht mal einen neuen Tab machen. Dann können wir solche Tabs hier erstellen. Das heißt, es sind so Reiter. Da klicke ich mal drauf. So. Das ist To-Do-Listen. Und da sage ich jetzt, da möchte ich ganz gerne eine To-Do-Liste. Hier wieder. So, das ist meine To-Do-List und
Immer wieder kann man hier oben draufklicken und sagen, das ist die To-Do-Liste, was wir müssen. Jetzt muss ich mir vorstellen, ich mache noch eine kleine Notiz hier hinzuhängen. Jetzt habe ich so eine Aufgabe. Kalender dazu. Ich weiß ja, wie die Themen hier To-Dos planen kann. Und so weiter und so fort. Ich meine, recht viele, natürlich das alles in Tabs. Tatsächlich anordnen und organisieren. Also das ist prinzipiell eine Möglichkeit, sich ja, so eine eigene Ordnung zu schaffen. Ganz gut finde ich das mit den Tabs, die hier eine Möglichkeit geben, einige zusammenzutragen. Was ich schon gesehen habe im Kontext von Bildungsprojekten, dass tatsächlich man hier so auf solchen Tabs ganz, ganz viele Ressourcen zu einem Thema zusammengetragen hat und da man die auch veröffentlichen kann, man so eine Proto-Page auch als eine Art ja, Dokumentation seiner Arbeit verstehen könnte. Hier habe ich nochmal den Wikipedia-Eintrag zu Webdesktops aufgerufen und was man hier sieht, ist eine Auflistung all der verschiedenen Tools, die es dort gibt. Sehr viele. Insofern, die Experten, die können gerne hier auch nochmal raufschauen und sich dann überlegen, habe ich vielleicht irgendwas Tolles nicht gezeigt. Weiterer ganz interessanter Dienst ist Soho. Soho ist im Endeffekt was Ähnliches wie Google Apps. Hier kann man nur verschiedene Anwendungen, also Mail, gut, das kennt man, Webmail, so weiter ist ein Online-Word-Professor, Word-Processor. Und hier sieht man, sieht im Endeffekt aus wie auch Google Docs, hier kann man einfach im Netz schreiben und formatieren. Man hat hier Möglichkeiten auch, ja, nicht so auch zum Beispiel Fußnoten und Kopfzeilen, Fußzeilen zu definieren, etc. Also er macht recht viel interessantes Programm. Und genauso gibt es nicht nur so weiter, es gibt auch zum Beispiel Projektplanung. Hier haben wir also tatsächlich bis hin zu Gantt-Charts etc. alles ja, machen kann. So, wird leider nicht gezeigt. Ein weiterer Dienst, der dem eben gezeigten Proto-Page, der ähnlich ist, ist PageFlakes. Auch hier wiederum sieht man die Idee, solche Widgets zusammenzustellen und sich eine personalisierte Website zu erstellen. Gleiches gilt für NetVibes. Das ist ganz spannend, wenn man hier sich ein eigenes persönliches Dashboard erstellen kann, zum Beispiel zu einem Thema. Hier sieht man schon, da gibt es